zusammen. Ich packe gerade mal die Dinge, um die es heute geht, so ein bisschen in die Hand. Denn heute soll es um Action-Make-up gehen. So die neuesten Dinge, die ich so gefunden habe. Ich weiß, dass es da schon wieder eine neuere von gibt, aber die ist bei uns einfach noch nicht eingezogen. Die heißt irgendwie Sparkle oder so. Ich glaube, das ist Sparkle. Die ist nämlich bei mir beim letzten Mal eingezogen, weil es keine andere gab. Die Euphoria-Palette von Action mitgebracht. Das ist eine neutrale bis pinke Palette, kann man schon fast sagen. Also interessante Töne drin, sehr viele Brauntöne, Gelbtöne, Lila und Pink. Ich glaube, so kann man sie ganz gut beschreiben. Die werden wir auf jeden Fall benutzen. Dann gibt es übrigens, das haben gestern durften meine Kanalmitglieder entscheiden, welche Variante ich zuerst benutze, beziehungsweise welches Video ich zuerst mache. Ob es ein Action Live gibt als erstes oder ob es ein Catrice Live gibt mit den Catrice Neuheiten. Und beide Kanalmitglieder haben sich einfach mal für Action entschieden. Nur mal so zur Info, wenn ihr eine Kanalmitgliedschaft bei mir eingeht, könnt ihr euch das Video angucken, beziehungsweise einfach mal auf Kanalmitgliedschaft gehen. Es gibt 3 verschiedene Stufen. Bei jeder Stufe darf man halt ein bisschen mehr bestimmen und kriegt halt ein bisschen mehr Input noch, was man so sonst gar nicht kriegt. Und heute durften halt meine Kanalmitglieder bestimmen, ob es ein Action-Make-up wird oder ob es ein Catrice-Make-up wird. Und sie haben sich beide für Action entschieden. Also gibt es heute mal pur Action. Ja, nicht ganz pur, aber so gut wie pur Action-Make-up. So Neuigkeiten, beziehungsweise auch alte Favorites, alte Sachen, die ich so in meiner Sammlung habe. Vergleiche, Tests. Nein, Testvergleiche gibt es nicht, aber ich habe nochmal den alten Blush mitgebracht. Es gibt ja jetzt die neuen Varianten. Guten Morgen. Ihr habt euch entschieden, heute gibt es Action. Dann habe ich den neuen Lipgloss. Die Sachen sind übrigens alle niegelnagelneu. Zum Teil habe ich die nur unten schon einmal geöffnet und einmal reingelugt, aber sonst ist alles neu. Das ist noch verschlossen. Das habe ich vorhin geöffnet, weil das knistert wie bescheuert. Also das ging gar nicht. Da hätte ich euch ein wenig gestört. Und hier ist nämlich auch noch das Ding drauf. Also wirklich komplett First Impression. Auch der Blush, den habe ich einmal angeguckt und einmal geöffnet. Aber ansonsten ist da noch nichts mit passiert. Also Blush, Primer, Lipgloss, Palette, habe ich sonst noch irgendwas? Und Setting Spray. Ich bin auch total gespannt. Also ich bin wirklich gespannt, wie das so funktioniert. Von diesen Dingern, also das ist auch die neue Variante, denn die sah vorher irgendwie ein bisschen anders aus. Ich glaube, die war Richtung schwarz oder so. Das ist das Long Lasting Hydrating Setting Spray. Das gab es auch jetzt irgendwie nichts anders. Dann habe ich einmal den Face Primer, den Mattifying Face Primer mit Niacinamide drin. Wie gut der ist und was auch immer, ne, kann ich halt wirklich nicht sagen. Bei uns gab es bis jetzt erst eine Blush-Variante, das ist nämlich die Peachy Cheeks. Die sieht, ich packe sie einfach mal aus, die sieht komplett aus wie die alten Formen, komplett anders aus wie die alten. Das, boah, wenn ich schon nicht mal weiß, in welcher Hand ich was getan habe. Das ist die alte Variante. So sahen die alten letztes Jahr aus und das sind die neuen Varianten. Optisch kann ich noch nicht mal sagen, was mir besser gefällt. Die ist ein bisschen abgerundeter, die ist hier halt wirklich eckig rund. Anfühlen tun sie sich gleich. Da ist übrigens mehr drin. Da sind 8 Gramm drin, vorher waren nur 6 Gramm drin. Nur für Blush ist das schon eine große Menge. Aber wir starten jetzt einfach mal mit den Augen. Übrigens, wer jetzt denkt, nochmal vorab, wer jetzt denkt, man kriegt in so einem kleinen Lipgloss-Ding ganz, ganz wenig Produkt und Inhalt, da sind 7,2 Milliliter drin. Wenn ihr euch das mal anguckt, in dem Ding sind, lasst mich nicht lügen, ich schaue jetzt nochmal ganz genau nach, ich meine irgendwas mit 4 drin, wenn überhaupt. 2,4. Da sind 7,2 Milliliter drin, da sind 2,4 Milliliter drin. Also lasst euch nicht immer von der Größe irritieren bzw. in die Irre führen, weil ich finde, das wirkt einfach kompakter und kleiner und man meint, man hätte da halt nur für einmal was drin, aber ist nicht. Das ein Drittel von dem. So, Augen. Augen starten wir natürlich mal mit meinem, immer noch, mit meiner Urban Decay Primer Potion. Irgendwie meint die immer noch bei mir zu bleiben, beziehungsweise die funktioniert einfach noch gut und da ist immer noch Produkt drin und deswegen, die muss immer noch leer gemacht werden. Ich hätte ja erwartet, dass die mindestens nicht mehr oder beziehungsweise diesen Monat garantiert schon nicht mehr irgendwie bei mir ist, aber ne, so kann man sich täuschen.
So. Einmal drüber. So ein bisschen Vorbereitung braucht einfach mein Auge wegen den Schlupflidern, das ist ganz normal. Und dann zoome ich euch mal ran, damit ihr auch von meinem Make-up-Look ein bisschen mehr sehen könnt. So, ich glaube, ich habe euch noch ein bisschen höher gehoben. Mein Stativ rutscht nämlich ganz oft nach unten und dann ja, verrutscht das halt einfach immer so ein bisschen. Und dann seht ihr mich nicht immer komplett, beziehungsweise, ne? So hätte ich es gerne, so will es aber nicht immer. So, ja, fangen wir doch mal mit den Augen an. Das ist mein Spiegel. Der macht übrigens auch noch ein bisschen Licht, wenn euch das ein bisschen wundert, dass das immer mal dann wieder ein anderer Helligkeitstyp ist und so. Dann kommt das vom Spiegel, beziehungsweise da ist halt nochmal eine kleine Lichtquelle. Ich mache sie extra so weit dunkel, wie es geht, aber man sieht halt immer noch, dass sich dann die Farbe von meinem Gesicht so ein bisschen verändert. Ja, was kann man machen? Man kann mit dem Ton kann man, glaube ich, sein Augenlid ganz gut setten. Die haben übrigens alle wieder Namen und in manchen ist halt so eine Prägung noch irgendwo drin. Finde ich ganz witzig. Die hätten aber die Prägung irgendwo gleichmäßig reinsetzen können, weil man sieht halt, dass die komplett wild durcheinander gemischt ist. Also hier von den Prägungen, manche stehen so, manche stehen so. Ja. Interessante Palette, würde ich mal einfach sagen. Viele ähnliche Töne auf jeden Fall drin. Ob man jetzt alle Töne davon hätte haben müssen, weiß ich nicht unbedingt, aber naja, man hat sie halt bekommen und ich habe sie. Das war das letzte oder vorletzte Woche in der Angebotswoche mir geholt. Letzt. Und da war die einfach mal für 3,20 oder 3,29 oder wenn überhaupt. Also, das ist schon krass, ne? Dass Action da in so einem Preissegment überhaupt noch arbeiten kann. Die neue Palette, die die jetzt irgendwie auf deren Website online gestellt haben, hat übrigens keinen Spiegel mehr. Und ich glaube auch keine Prägung. Also da bin ich mir nicht so sicher, ob die doch dann ein bisschen von ihrer Qualität runterschrauben mussten, beziehungsweise ihrer Verpackungsqualität runterschrauben mussten, um den Preis noch irgendwie zu halten. Bin gespannt, wann die bei mir im Action einzieht und wie die dann auch in Wirklichkeit aussieht. Warten wir es einfach mal ab. Das ist so oder so immer so eine Sache. Wie sieht so ein Produkt denn aus, wenn es zu Hause ankommt, beziehungsweise wie ähnlich ist so ein Produktbild mit dem Produkt, was man irgendwie zu Hause hat? Und das ist dann doch immer schon wieder mal ein Unterschied. So, ich hole mal meine Pinsel hier vorne rüber, denn dann brauche ich nicht die ganze Zeit immer mich umdrehen. Ja, was kann man machen? Man kann also eher in die rosane Richtung gehen. Da ist noch ein Ton, wenn man in die rosa Richtung gehen will, um das abzudunkeln. Das ist ein Knatschi-Rosa. Da würde ich sagen, ist eher so ein Richtung Peach-Rosa, Alt-Rosa und das ist auch etwas gedeckter. Und man hat halt alle Varianten von Braun. Eher in wärmere Richtung, aber auch hier ist ein bisschen kühleres Braun drin. Man hat 1, 2, 3 goldigere Schimmertöne. Der ist der hellste, dann ist der mittlere und dann kommt der. Dann hat man hier einmal einen Satin-Finish, würde ich sagen. Das ist auch eher so semi-matt Satin-Finish. Das ist aber wirklich das matteste von allen an Rosé, an Farbe. Ja, worauf habe ich Lust? Das ist immer so eine gute Frage. Was macht man mit so einer Palette? Im Prinzip hätte man sich die auch, glaube ich, in die Hälfte schneiden können und damit wäre man fertig gewesen. Ja. Dam, da, da, dam, da, da, dam. Ich habe mir noch nichts überlegt. Merkt man jetzt, oder? Man merkt es jetzt. Also das ist die Palette. Versuche ich mit dem Gelb zu arbeiten. Ich glaube, ich versuche erstmal im vorderen Bereich. Irgendwie reizt mich das im Moment, mit so einem Gelbton zu arbeiten. Ich nehme dafür noch nicht mal den Pinsel, einfach ein bisschen gut. Da ist einer. Der ist ganz gut. Der ist wieder mal von meiner Pinselmarke Docolor. Der Ton nennt sich übrigens So Hot. Und den tragen wir jetzt erstmal hier im vorderen Crease-Bereich irgendwo auf. Da bin ich mal gespannt, ob dann auch ein Gelb rüberkommt oder wie der überhaupt rüberkommt. Ich lade jetzt echt meinen Pinsel ganz schön voll, denn ich möchte ja auch irgendwo, dass der Ton schnell sichtbar ist und überhaupt sichtbar ist. Aber wie man sieht, da kommt auf jeden Fall Farbe rüber. Finde ich schon mal nicht schlecht und so wenig
ich sag mal so wenig, wie ich da jetzt reingedippt bin. Ich bin da jetzt schon, habe den Pinsel bei der ersten Runde ganz schön fester aufgeladen. Aber es kann sich sehen lassen. Der Farbton kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Ich trage den mir heute ein bisschen höher hier hin, sodass denn der Gelbton primär irgendwie im Innenbereich scheint so ein bisschen. Man kann ja immer noch mit dem anderen hellen Party-Season-Ton verblenden. Guten Morgen! Oh cool, das freut mich, dass du dich ausschminkst. Macht immer total viel Spaß, finde ich, wenn andere Leute auch irgendwie da mitschminken oder vielleicht auch die gleiche Palette irgendwo zu Hause haben und dann vielleicht so ein bisschen den Look nachschminken. Finde ich immer ganz witzig. Und dann ist es immer noch interessant, was denn bei den anderen Leuten rauskommt oder was bei einem selber rauskommt. So, das ist schon mal so hot und man brauchte wirklich wenig Anläufe, dass das so gelb und so krass gelb irgendwo rüberkommt. Finde ich, kommt ein bisschen dunkler im Fändchen rüber, als jetzt auf dem Augenlid. Ist aber jetzt irgendwo nicht schlimm. Machen wir weiter mit dem nächsten Ton. So ein bisschen weiter nach hinten verblendet. Ich würde mal sagen, passend dazu machen wir den hier jetzt. Er ist so ein bisschen orangiger, ist aber auch eher ein gedeckteres Orange. Also jetzt nicht mehr ganz so quietschig-knatschig, sondern wirklich ein gedeckteres Orange. Dazu nehme ich so einen Pinsel, der ist von Rankai. Rankai oder so ähnlich wie die Marke heißt, gibt es übrigens bei Shein. Ist jetzt auch, also es sind alles Produkte, alles meistens Pinsel bei mir, die jetzt nicht extrem teuer sind, sondern eher günstig. Und ich musste schon die letzte Zeit feststellen, dass gerade Action, ich habe ja schon die Papillon-Palette, aber auch die Delegate-Palette von denen, und dass die gerade Richtung Mattentöne echt gut unterwegs sind und sich die auch zu unseren anderen normalen Drogeriemarken, so wie Catrice Action, aber auch zu schon fast High-End-Marken ganz gut, ja, dass das ganz gut funktioniert. Also, dass sie nicht irgendwo schlechter sind. Schlechter oder nicht ganz so gut, finde ich, schneiden die immer mit so in den Schimmertönen ab, weil da merkt man halt, das sind eher günstige Paletten, die Schimmertöne sind meistens nicht ganz so besonders wie jetzt in vielen etwas höherpreisigeren Paletten, aber trotzdem können sie da irgendwo mithalten. Also ist jetzt nicht, dass ich sagen muss, die Sachen sind total bescheiden, sondern die können da echt wirklich mithalten. So, und auch der Ton, zack, 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 irgendwo aufgetragen, ne? Das kann nicht jede Palette so schnell. Ich gehe jetzt nochmal mit dem gelben, mit dem ersten Pinsel rein und verblende so ein bisschen die Übergänge. Und auch das funktioniert irgendwo. Die lassen sich beide ganz gut auftragen, ganz gut überblenden. Und damit wäre schon der Ton. Da weiß ich jetzt nicht, ob da irgendwo eine Lücke entstanden ist oder ob das gerade so ein bisschen so im Display bei mir aussieht. Kann auch sein, dass einfach, ja, da wird es einen Tacken heller. Vielleicht ist da aber auch der Primer nicht ganz so doll hingekommen. Jetzt nehme ich einen kleinen Pinsel und überlege gerade. Gehe ich in den dunkelsten Ton oder gehe ich in den lila Ton rein? Ich würde schon fast sagen, wir gehen heute mal in den lila Ton rein. Das ist ein Semi-Matter. Der hat so leichte Schimmerpartikel, aber meistens funktioniert so ein Ton trotzdem ganz gut im Außenbereich. Ich suche mir gerade nochmal. Doch, den Pinsel nehme ich. Der ist auch von Ducolor, der ist ein bisschen weiter gebunden, als ich das eigentlich lieb habe. Hallöchen! Ihr habt euch entschieden, heute gibt es einen Look mit der Action-Palette. Das ist die Euphoria-Palette. Denn es gibt aktuell, glaube ich, sogar noch eine neuere Palette. Die habe ich aber bei mir im Action noch nicht gefunden. Die heißt nämlich Sparkling oder Sparkles oder so. So, ich nehme jetzt den lila Ton. Da muss ich jetzt schon ein bisschen reingehen. Der ist auch sehr puderig, lässt sich aber gut auch wieder mit dem Pinsel aufnehmen. Und gehe jetzt einfach hier im äußeren Bereich hin und setze mir den Richtung Außenbereich, um so ein bisschen eine Verdunklung von dem schönen Orange zu erreichen. Gucken, wie dunkel der wird. Der wirkt nämlich jetzt gerade gar nicht so dunkel wie im Pfännchen. Muss ich vielleicht doch nochmal mit dem dunkelbraunen gleich nacharbeiten. Denn da wirkt der Ton echt super, super dunkel. So im Prinzip dunkelster Ton der Palette. Und auf dem Auge wirkt der jetzt eher wie so eine leichte Verdunklung zu dem Orangenen. Schade. Also auch pinkiger, als er jetzt im Pfännchen rüberkommt. Eher so ein bisschen wärmer. Hätte ich mir jetzt ein bisschen anders erwartet. Ist aber jetzt auch nicht schlimm. Gibt halt eine schöne Verdunklung. Gibt halt so ein bisschen Pop of Color. Und dann gehen wir gleich nochmal mit dem Braunton irgendwo dadurch. Funktioniert aber. Er lässt sich auftragen. Wieso jetzt da hinten das alles nicht so aufgetragen werden möchte, kann ich nicht nachvollziehen. Also da, hier in der Ecke.
möchte mein Ton einfach nicht weiter wandern. Auch der gerade schon nicht. Kann aber auch sein, dass ich einfach da zu wenig Primer aufgetragen habe, denn ganz viele eher schwächer pigmentierte oder aber auch ein wenig im Preissegment niedrigere Töne brauchen halt irgendwo einen Primer, um auf dem Augenlid besser zu performen, um auf dem Augenlid besser zu liegen. Ich gehe jetzt noch einmal mit einem flachgebundenen Pinsel rein und versuche mir den Lila-Ton nochmal mit einem flachgebundenen Pinsel so ein bisschen hinten aufzutragen. Kann ich übrigens nicht empfehlen. Wie immer, Dominic Cosmetics ist einfach nicht das, was ich von denen erwartet habe, gerade Richtung Pinsel. Aber auch Richtung, wie heißt das, Lippenprodukte. Denn meine Lippenprodukte sind, obwohl ich sie noch nicht mal benutzt habe, nach einem halben Jahr irgendwie schlecht gewesen und stanken super, super widerlich nach Ölen, die man nicht mehr so auf der Haut tragen möchte, beziehungsweise überhaupt auch nicht schmecken möchte. Also das war schon echt ganz übel. So, ein bisschen mit einem festgebundenen Pinsel aufgetragen, funktioniert der Ton aber doch besser, als ich es erwartet habe, ist aber trotzdem nicht so dunkel, wie er jetzt im Fännchen rüberkommt und wirkt, sondern das ist eher so ein knatschiges Lila und im Fännchen wird der, das ist das, was im Fännchen rüberkommt. Ich fand, also der hat komplett seine Farbe geändert, ist aber jetzt auch eher zum Positiven für mich, weil ich mag lieber diese Töne, die eher ins Wärmere gehen, anstatt diese Töne, die eher ins kühlere Lila gehen. Ich gehe jetzt nochmal hier mit dem Orangenen, denn der ist so ein bisschen untergegangen, und verblende die beiden Töne miteinander. Ich überlege gerade, soll ich überhaupt noch mit dem Braunton da reingehen oder lasse ich diesen Look einfach mal so? Ich würde schon fast sagen, ich lasse den Look so, weil so gefällt er mir eigentlich auch gar nicht mal schlecht. So, gehe jetzt vorsichtig nochmal und verblende die Kanten so ein bisschen miteinander. Muss auch vielleicht gleich nochmal zurück in den Lilaton und verblende da auch nochmal hin und her, sodass einfach immer so das schönste Ergebnis damit entsteht. Also umso mehr man hin und her blendet, vorsichtig natürlich, nicht, dass man zu dolle blendet, entstehen halt immer die schönsten Looks irgendwo und auch die seichtesten Kanten. Man muss halt nur gucken, dass auch beide Farben irgendwie miteinander harmonieren, denn sonst würde ich das Blenden schnell mal aufgeben, beziehungsweise gar nicht so feste blenden. Denn wenn Farben nicht miteinander harmonieren oder halt im Farbrad zu doll auf der anderen liegenden Seite sind, dann werden die halt sehr schnell muddy und im Prinzip das, was man gar nicht haben wollte. Orientalisch. Ich finde, der hat schon eher was Frühlingshaftes irgendwie. So von den Farben her hätte ich jetzt gar nicht so erwartet, dass man aus dieser Palette so viel bunt rauskriegt, weil die wirkt ja wirklich super, super braunlastig. Aber wenn man halt die Farben raussucht, die dann so ein bisschen knalliger sind, glaube ich, kriegt man ganz schön doch eher Frühlingslook hin. Hätte ich nicht erwartet, war nämlich überhaupt nicht so in dem Gedanke Richtung, wir machen heute einen Frühlingslook, sondern wir testen einfach mal die Palette aus. Ich nehme jetzt für meinen Schimmerton, denn ich lasse das jetzt einfach so. Ich finde das schön, ich finde das sehr quietschig, knatschig, knallig, total klasse. Und gehe jetzt einfach mit dem Glitterprimer rein, mit dem NYX Glitter Glue. Übrigens, immer wieder unten verlinkt ist der NYX Glitter Glue, denn ich kaufe mir den eigentlich immer auf Amazon nach. Denn auf Amazon kriegt man den so gut wie immer, beziehungsweise eigentlich immer. Und meine DMs in der Nähe haben einfach keine NYX-Theke. Und dann wird es immer schwierig, den dann wiederzufinden, beziehungsweise bekommen. Und dann in der Infobox ist ein Affiliate-Link, das heißt, ihr bezahlt nicht mehr, ich bekomme dafür eine kleine Provision. Wenn man jetzt kein NYX-Glitter-Glue kaufen möchte und aber trotzdem meinen Affiliate-Link nutzen möchte, funktioniert das genauso gut. Also das heißt nicht, man muss da unbedingt den NYX-Glitter-Glue drüber kaufen, sondern sobald man über den Affiliate-Link auf Amazon geht, ist mein Name hinterlegt und alles, was man sich dann darüber bestellt, davon kriege ich eine kleine Provision. So, ich nehme jetzt einfach, was ist das, auch wieder ein Rank High. Heute nehme ich den Pinsel, die Sorte anscheinend. Wie am besten, ja, man hat im Prinzip, ich swatche einmal mit den Fingern, man hat im Prinzip Gold, Gold und Gold zur Auswahl. Man hat einmal den Ton Mood Swings, dann hat man den Ton Best Self, so ein bisschen anders, orangiger Gold schon fast, das ist eher so Richtung kühleres, helleres Gold. Dann hat man einmal Atali Intoxicated, das ist sonst so ein Bronzegold. Was hat man noch? Die fühlen sich
ja, nach Standardschimmertönen an. Also das ist jetzt wirklich nicht so, wo ich sagen würde, rennt, geht schnell hin, so geile Schimmertöne gibt es nicht. Dann haben wir die, also wir haben wirklich Gold, Gold mit mehr Gold und weniger Gold. Dann haben wir einmal Rebel Babe, das ist natürlich ein cooler Ton. Irgendwo, das ist so ein, ja, rot ist es nicht, aber so ein bräunlicheres Rot. Und dann haben wir einmal Blood Moves. So, das sind die. Das ist die dunklere Variante von dem im Prinzip. Und dann haben wir halt den Passion-Ton, den ich gerade schon benutzt habe, zum Verdunkeln. Ja. Ich würde schon fast sagen, wir nehmen einfach die beiden Töne, den zuerst, den nach außen hin und dann sind wir damit fertig. Also viel von den Schimmertönen gibt es jetzt nicht. Also viele besondere Schimmertöne sind jetzt hier einfach nicht drin. Auch keine Duochromes, Multichromes oder irgendwie Shifty Shades, sondern ich glaube, die sind eher Standard eindimensionale Schimmertöne. Lassen sich aber jetzt ganz gut mit dem Pinsel aufnehmen. Also man braucht da nicht wirklich viel. Die sind ein bisschen krümeliger, aber lassen sich halt auch ganz, ganz toll aufnehmen irgendwo. Und auch dann irgendwie schnell auf dem Auge tragen. Aufgeben, tragen, verblenden, machen und tun. So, vielleicht gehe ich nach außen nochmal mit irgendwie dem Ton rein oder so. Dem. Der Look erinnert mich an Dragons Palette von Essence. Stimmt. Aber in der Dragons Palette von Essence sind eindeutig schönere Schimmertöne drin, als diese, die jetzt hier sind. Aber so von den Farben her könnte es wirklich die Dragons Palette von Essence sein. Vielleicht auch eine gute Alternative, wenn man halt die Dragons Palette nicht bekommen hat, dass man vielleicht schaut, ob man diese hier im Action bekommt. Wer jetzt diese Farben irgendwo noch nicht hat, man hat halt bei dieser Palette noch viel, viel mehr Auswahl, auch Richtung neutralen Tönen zu gehen. Ich drehe jetzt einmal den Pinsel um und nehme den Mood Swings, den hellsten Ton, hellsten Schimmerton aus der Palette, auf und trage mir den jetzt hier im Innenwinkel auf. Auf dem Auge wirkt da jetzt gar nicht oder ist da jetzt gar nicht so ein großer, krasser Unterschied, wie jetzt im Fähnchen das zu sehen ist. Aber trotzdem ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und man ist irgendwie schnell damit fertig mit dem Look. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die Farben sich so schön aufbauen lassen, so schön ineinander verblenden lassen. Gerade jetzt hier die matten Töne, da war ja fast schon wie ein Traum. So gut, wie die sich haben verblenden lassen. Die sind jetzt, die Schimmertöne sind eher auf der trockenen Seite. Jetzt wirklich nichts Besonderes, nicht extra sparkling, nicht extra Schimmer. Aber es geht. Und jetzt nehme ich den hier, den untersten Ton, den Blood Moves und verbinde das so ein bisschen mehr mit dem hinteren. Um das nochmal ein bisschen dunkler zu machen. Und auch die harte Kante, die durch die unterschiedlichen Farben entstanden sind, ein bisschen weicher zu machen. Manchmal hat man nämlich das Problem auch, dass wenn man den Glitterglue irgendwo aufgetragen hat und an der Kante, wo man dann keinen Glitterglue aufgetragen hat, sieht man das dann extrem. Denn da ist dann, da merkt man dann, wo der einzelne Lidschatten dann so ein bisschen mehr Grip hat und wo der halt dann gar keinen Grip mehr hat. Und das möchte ich halt damit ein bisschen vermeiden. Ich gehe jetzt mit dem flachgebundenen Pinsel rein und in diesen Lila-Ton, der eigentlich eher pink ist und nicht lila. Und trage den jetzt hier nochmal im Außenbereich irgendwo auf, um den mir so ein bisschen wiederzuholen. Aber da sieht man auch, das ist wirklich pink, was darüber kommt und kein lila. Und jetzt gehe ich nochmal mit dem Pinsel rein und verblende den mir nochmal nach oben. Ich bin jetzt gerade extra mit dem flachgebundenen reingegangen, damit der noch so ein bisschen mehr Tiefe erreicht dadurch. Und jetzt gehe ich in den Ton rein, in den. Und blende nochmal nach oben so ein bisschen aus, damit ich auch ja nicht mein Orange da irgendwo verliere. Jetzt nochmal mit dem Gelben zurück in den So Hot. Der ist wirklich so hot. Der ist nämlich richtig schön. Und bleibt nochmal hin und her. Also ich muss sagen, ich finde es total schön gerade. Das ist so richtig meins. Das lässt blaue Augen einfach extremst strahlen irgendwo. Man hat hier ein bisschen Fallout. Kann jetzt aber auch wirklich daran liegen, dass es ja kein Ton ist. Ich nehme jetzt einfach das Setting Spray. Ich habe mich mal wieder vergessen, irgendwie was anderes hier hinzustellen. So, und blende das einmal so ein bisschen weg. So ein Mikrofasertuch ist dafür immer ganz, ganz toll.
So. Denn da braucht man im Prinzip nur eine Flüssigkeit und ist damit dann fertig. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das so ein cooler Look irgendwo wird. Der strahlt, der glänzt, der hat halt irgendwo doch was Besonderes und Richtung Partymäßig, Richtung Frühlingsmäßig total schön. Ach, Nase juckt. So. Bevor wir jetzt meine Foundation drauf tragen, habe ich ja mir einen neuen Primer geholt. Beziehungsweise, ich bin ja so oder so eigentlich kein Primer-Typ, aber ich dachte mir, wir können mal einfach mit dem Primer was versuchen. Und Mattifying und Niacinamide haben mich einfach so ein bisschen angesprochen. Primer bei Action sind ja echt nicht teuer. Also, wie teuer sind die? Keine 2 Euro, 1,50 oder so. Ich weiß nicht, was dabei rauskommt. Ich mache jetzt gerade das Käppchen ab, denn es ist wirklich niegelnagelneu. Ich habe nur die Plastikverpackung schon mal abgemacht, weil die Plastikverpackung, das ist halt dieses knitschig-knatschige Plastik, das hätte doch ein bisschen mehr gestört. Wieso da jetzt das dunkel ist? Es gibt 3 verschiedene Primer, die alle einen anderen Streifen haben. Es gibt einmal den Hydrating Primer, es gibt Illuminating Primer und halt den, ich meine Illuminating, Hydrating und den Niacinamide Primer. Dadurch, dass ich ja ölige Haut habe, reicht oder beziehungsweise ist natürlich der Mattifying mit Niacinamide am besten. Wie viel Niacinamide da drin sind und ob das überhaupt irgendwie was ausmacht, weiß ich nicht. Ich trage den mir jetzt einfach mal auf einer Seite auf und dann schaue ich, wie der so über den Tag sich verhalten hat. Kommt übrigens ganz hell, ganz weiß aus der Tube, also ist nicht irgendwie, hat nichts mit der Farbe hier zu tun, wie das sich jetzt so über den Tag verhält und ob meine Foundation vielleicht einen Tacken besser hält oder einen Tacken länger mattiert bleibt, das werde ich dann einfach mal sehen. Denn wenn ich das auf beide Seiten auftragen würde, ja, dann ne, weiß man halt nicht. So, das ist der Primer. Ich rieche jetzt nichts. Nee, der hat, glaube ich, keinen Geruch. Und den trage ich mir jetzt einfach mal grob über die eine Gesichtshälfte auf. Der ist vom Gefühl her etwas dickflüssiger. Nee, der riecht nicht. Also wenn überhaupt, riecht der so ein bisschen, ja nicht chemieartig, aber inhaltsstoffeartig. Meine Nase mache ich mal ganz damit, weil das hat keinen Sinn, dass ich die Nase irgendwo auslasse. Und da hatte ich... Wieso bin ich da so rot? Okay. Warten wir einfach mal ab, ob das Rote wieder weggeht. Ansonsten sieht man ja garantiert, wo ich da hingegangen bin. Ob da irgendwie was mit reagiert oder so, weiß ich nicht. Ich hatte noch nie eigentlich irgendwie einen Ausschlag oder so. Also eigentlich bin ich dafür gar nicht. Aber das ist jetzt einfach mal rot geworden. Geht vermutlich auch gleich wieder weg. Vielleicht auch nur, weil meine Haut heute nicht gereizt ist oder so. Aber einfach, ja, geht wieder weg. Wird jetzt schon weniger, vielleicht habe ich meine Nase einfach doof angefasst. So, unter den Augen nehme ich mal wieder meinen Under Eye Brightener. Ich könnte euch eigentlich ein bisschen einen Tacken wegzoomen. So, ich glaube, das ist besser, oder? Dann sieht man mich ein bisschen mehr. Ich schiebe mal das ein bisschen weiter dahin und mache den jetzt wieder an. Mein Under Eye Brightener nehme ich unter den Augen. Ja, geht übrigens wieder weg. Also meine Nase ist jetzt noch ein Tacken rot, aber der Rest meines Gesichts ist ganz wieder normal geworden. Kann sein, dass ich heute einfach auf Berührungen Tacken mehr reagiere. Ist ja einfach immer mal wieder abhängig vom Wetter, von der Haut selber so ein bisschen. Also kann sein, dass ich da einfach so ein bisschen mehr heute drauf reagiere. Aber es brennt nicht, es brutzelt nicht oder irgendwie was. Also es wäre jetzt einfach nur, dass ich extrem ganz kurz rot geworden bin. Daher warten wir einfach mal ab. So, Under Eye Brightener mal ein bisschen runter. Oder ich habe, da war ja anscheinend noch ein bisschen Lidschatten. Ich habe mir den jetzt einfach über das ganze Gesicht verteilt. Das kann natürlich auch sein, dass ich mir den Lidschatten jetzt einfach über das Gesicht verteilt habe und das gar nicht bemerkt habe, weil so wie da, na, der lässt sich halt sehr schön verteilen. Das kann natürlich auch passiert sein. Würde ich jetzt bei mir nicht ausschließen. Ich bin nämlich so geschickt manchmal. So, ist der eingezogen? Er fühlt sich auf jeden Fall eingezogen an. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass er irgendwie mattiert ist. Also die Seiten fühlen sich nicht unterschiedlich an. Das ist vielleicht noch ein bisschen stickiger als diese, aber so minimal, dass man es eigentlich gar nicht merkt auf den Fingern. Silikonartig fühlt er sich auch nicht an. Sind da Silikone drin? Ja, doch, ich glaube, es sind ein paar Silikone drin. Ich müsste mal die Ingredients, die Inhaltsstoffe in so einen
zum Tool durchlaufen lassen und schauen, wie die Inhaltsstoffe selber sind, ob das überhaupt irgendwie was fürs Gesicht bringt oder ob das, naja, nur Schabernack oder so ist, das weiß ich jetzt nicht. Als Foundation nehme ich wieder die beiden in Kombination. Da merkt man auch richtig, die wird so langsam leer. Also ich glaube noch, dass die die nächsten 2-3 Monate hält, weil ich die ja immer in Kombination mit dem anderen, mit der anderen trage. Aber die wird wirklich schon fast leer oder beziehungsweise man sieht jetzt so langsam hier, wenn man feste drückt, dass da nicht mehr ganz so fest viel drin ist. Es ist noch viel drin. Ist jetzt nicht so, dass da gar nichts mehr drin ist. So, in Kombination, weil die ist zu dunkel, die ist zu hell und funktionieren eigentlich beide ganz, ganz gut oder harmonieren miteinander. Die sind beide eher so ein bisschen dickflüssiger, ein bisschen fester. Und wenn ich dann die Hälfte von der einen und die Hälfte von der anderen miteinander mische, hört man übrigens, da ist auch nicht mehr viel drin, beziehungsweise die saugt immer Luft, dann ist das ungefähr meine Farbe. Ich vermische die dann immer hier auf meinem Handrücken. Zack, 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 zack. Und habe dann die Foundation, die meinem Hautton im Moment im Winter mehr entspricht, als jetzt nur eine einzelne von denen. Denn ölige Haut mag auch gerne mal dann einfach entweder gebräunter oder tödlicher aussehen, kranker aussehen, wenn man den falschen Unterton hat, aber auch die falsche Tiefe von der Foundation. Das ist mal ganz spannend dann zu sehen, wie sich die dann miteinander dann verhält. So, einmal über das ganze Gesicht vorsichtig auftragen und tupfen. Ist jetzt auch, also der hat schon Flügel gelassen, dieser. Der ist, ich würde mal sagen, von Shein. Dadurch, dass ich die immer in so ein Säckchen packe und dann in die normale Waschmaschine schmeiße, kann das sein, dass diese Dinger sich dann schneller mal irgendwie auflösen. Aber ansonsten macht er halt seinen Job. Das ist halt nur die Spitze, die löst sich dann so ein bisschen ab. Man kann im Prinzip die Spitze abschneiden und dann hat man dieses Riffelzeug nicht mehr da. Stört mich jetzt aber allerdings nicht so dolle. So, ich vermute, weil ich hier unter beiden Augen sehr, sehr rosig bin, dass ich, oder ich glaube noch nicht mal, dass ihr das seht, also ich sehe das jetzt hier im Spiegel, dass ich mir einfach mal den pinken Lidschatten über das ganze Gesicht getragen habe. Damit das auch schön harmoniert und so. Oh mein Gott. Übrigens kommt heute, soll zumindest meine Essence-Bestellung ankommen, zum Essence-Sortiments-Update, das heißt morgen früh, gibt es im Live ein Essence-Sortiment, beziehungsweise meine Produkte, die ich mir bestellt habe, mal im Live getestet. Denn ich habe mir die schöne Mousse Foundation von Essence bestellt. Ich finde die nämlich gar nicht schlecht, beziehungsweise ich habe die mal vor, ich nehme einmal den One Drop Concealer von Catrice, vor, oh Gott, 5 Jahren aufgebraucht, ungefähr. Ja, ungefähr 5 Jahre ist das her, seitdem ich die das letzte Mal benutzt habe. Und den Max & More Concealer zum Verbessern und Versäubern meines Lidschattenlooks. Da fand ich die im Sommer gar nicht mal übel. Hab die dann aufgebraucht, hab die natürlich dann vergessen, mir irgendwann wieder zu kaufen. Und so am Ende, am Anfang fand ich die blöd und am Ende fand ich die total toll und bin damit auch gut zurechtgekommen. Und jetzt habe ich einfach mal die neue mir bestellt, weil ich mir dachte, vielleicht Richtung Sommer, wenn man eine mittlere Deckkraft gerne hat und wenn man so oder so schnell nachölt, kann das mal ganz gut werden. Und ich habe aber auch noch gestern im Müller die alte bekommen in einer Farbe, die, glaube ich, bei mir ganz gut funktioniert. Und deswegen möchte ich die einfach mal miteinander vergleichen, welche jetzt besser ist und ob sich daran was verändert hat. Inhaltsstofflich hat sich da auf jeden Fall was verändert. Ich gehe jetzt mit meinem Schwämmchen da rein, gehe zuerst hier hin und versäuber mir die Kanten, setze dafür mein Schwämmchen hinten so an und ziehe das dann einfach nach oben. So hat man nämlich ganz schnell die Versäuberung geschafft, tupfe das dann so ein bisschen den Concealer, der da über war, ein und man hat eine scharfe Kante erreicht. Und genauso auch auf der Seite. Funktioniert einfach für mich immer noch besser als irgendwie so eine Washi-Tape oder so, weil dadurch, dass mein Lid oder beziehungsweise die Falte vom Lid so weit nach hinten ist, kriege ich das Washi-Tape irgendwie immer nicht richtig und gerade und gleichmäßig hingesetzt. Deswegen ist das einfach für mich die beste Variante, das so zu machen. Und jetzt gehe ich mit der anderen Seite beziehungsweise einfach rein und verblende mir den restlichen Concealer. Setze ich auch natürlich wieder ein bisschen nach oben. Diesmal habe ich sogar nicht zu viel genommen. Ich hatte letztes Mal, als ich mein Make-up oder beziehungsweise gestern off-camera gemacht habe,
so viel genommen, dass ich das über die ganze Nase verteilen konnte. Das sah ein bisschen komisch aus. Und da wollte es nämlich auch nicht so gut sitzen. Dann mit dem Concealer. Aber es war halt nicht, nicht die Schuld vom Concealer, sondern eher meine Schuld, dass ich viel zu viel genommen habe. Heute, glaube ich, habe ich aber die richtige Menge einigermaßen erreicht. Ist immer so ein bisschen spannend bei dem One Drop Concealer, denn der ist eigentlich sehr potent. Und man kann ihn aber, finde ich, nicht immer hundertprozentig gut dosieren. Dadurch, dass dieser One Drop gar nicht richtig funktioniert, sondern ja, im Prinzip man das, was außen dran ist, irgendwo benutzt. Aber den möchte ich gerne aufbrauchen und dann wird er halt so benutzt, bis er alles oder kaputt geht oder sowas. So, da oben einmal. Und hier noch einmal. Mal gucken wir mal im Spiegel. Ich habe nämlich mir extra so einen kleinen Spiegel hier hingelegt, um das zu anzugucken. Verhalten tut sie sich jetzt, glaube ich, auf beiden Seiten gleich. Also da sehe ich jetzt keinen Unterschied, ob die Foundation sich irgendwo komisch abgesetzt hat oder irgendwie komisch an irgendwelchen Stellen gehangen hat, was sie nicht machte auf der Foundation, auf der Seite ohne Concealer. Also da funktionieren beide Seiten, würde ich mal sagen, ähnlich bzw. gleich. Ich gehe jetzt noch einmal, da ist er, mit der ein bisschen hier vorne hin. Mit so einem Füßchen-Concealer, wie zum Beispiel der von Action, hat man einfach mehr präzise, mehr Spielraum, mehr Freiraum, beziehungsweise man kann präziser arbeiten, so heißt das. Anstatt jetzt mit diesem One-Drop, deswegen benutze ich den eigentlich immer, um meine Kanten irgendwo scharf zu kriegen, verbessern, versäubern. Und der funktioniert einfach total gut. Also da würde ich sagen, das ist auf jeden Fall für mich immer wieder mal ein Nachkaufprodukt. Da sind 3,2 Milliliter drin. Das ist jetzt nicht extrem viel, aber ne, ich glaube, der kostet auch unter 2 Euro. Und dafür lohnt er sich. So, gesettet wird, wie immer, wenn ich es finde, da vor meiner Nase und ich finde es nicht, mit dem Magic Mango Puder von Action. Das ist ja ein Puder, was es immer mal wieder gibt und eigentlich auch ganz gut funktioniert. Oh Gott. Man muss nur aufpassen, wie feste man schüttelt. Jetzt habe ich ein bisschen sehr, sehr feste geschüttelt und habe das dann halt überall im Deckel drin. Ich habe immer meine Schwämme schon hier vorne und kann das dann so ein bisschen in den Deckel einarbeiten mit einem Schwamm, mit so einem Fluffy-Ding. Und dann geht das einigermaßen. Aber ne, man muss immer ein bisschen aufpassen, wie feste man dann so jetzt noch einen Kaffee und dann auf zu Müller. Ja, dann viel Spaß. Ich habe gestern schon mal eine Runde die Catrice neue LE im Müller geswatcht. Ich finde sie Pigmentierung, also farblich gar nicht mal schlecht. Mich spricht aber einfach die Palettenform überhaupt nicht an. Also ich meine, die wollten halt was Neueres machen, was Cooleres machen, was jetzt nicht nur Standard ist, sondern mal einfach auf die Kacke hauen schon fast, ne? Aber ich weiß nicht, ob das doll ist. Okay. Auf der Seite, wo ich jetzt kein... Da setze ich das gerade mal extrem komisch ab. Wieso auch immer. Da habe ich ja nichts drunter. Mache das eigentlich sonst nicht. Vielleicht habe ich da einfach ein bisschen viel Puder benutzt am Anfang. Okay. Aber auch jetzt das Puder auf der Seite. Auf der Seite, wo ich mein Primer gesetzt habe, funktioniert, glaube ich, gar nicht mal schlecht. Mich interessiert vor allem der Ton in der Palette unter dem Blush. Welcher Ton war das? War das der blaue oder war das der grüne? Ich weiß es nämlich gerade gar nicht. Also ich habe ein paar Töne daraus geswatcht. Sie machten einen guten Eindruck vom Swatch her. War jetzt nicht irgendwie, dass man sagte, da ist irgendwie ein Kackton dabei. Aber mich hat einfach das komplett umgehauen, dass das so komisch aussah. So richtig schön setten. Damit auch alles irgendwie für den nächsten Step, für Blush, Bronzer, Highlighter und so weiter, gut funktioniert. Und auch hier hinten, da vergesse ich nämlich immer zu setten. Und dann merke ich immer, dass mein Bronzer ganz schnell immer irgendwo fleckig wird. Setting Puder von... Nee, den... der so neon aussieht, also dieser gelbe. Den habe ich natürlich nicht geswatcht. Ich habe mich da auch nachher in Popo gebissen.
Der sieht nämlich nicht schlecht aus. Ich weiß aber nicht, ob der jetzt unbedingt so neongrün, neongelb so rüberkommt. Kann ich aber wirklich nicht sagen, habe ich nicht geswatcht. Ich habe ganz, die Schimmertöne habe ich geswatcht, die sind aber eher auf der Standardseite. Also jetzt nichts irgendwie Besonderes oder so, sondern eher so ein bisschen Standard. Und das fand ich so ein bisschen schade und dann habe ich da jetzt auch nicht weiter was gemacht. Ich hätte aber gerne nochmal im Nachhinein den gelben geswatcht. Aber gestern war das alles ein bisschen extrem stressig. Beziehungsweise nicht stressig, aber anstrengend, das dann alles irgendwo zu machen. Denn mit Kind unterwegs und Kind unterwegs ist immer spannend. Ja. Also bis jetzt funktioniert der Primer gut und bis jetzt funktioniert die Lidschattenpalette gut. Jetzt gucken wir gleich, wie der Blush ist. Und dann habe ich noch den Setting Spray und das Mini-Lippenprodukt. Übrigens, das Mini-Lippenprodukt, hier dieses Herz, wenn ich das wiederfinde auf meinem Schreibtisch, dieses Herz ist im Moment im Angebot. Bei Action für 89 Cent. Heute startet ja die neue Angebotswoche von Action. Und da ist dieses Lippenprodukt einfach mal für 89 Cent drin. Wer jetzt irgendwie nochmal was Schnelles für die Handtasche haben möchte, glaube ich, oder halt für Tochter, Schwester oder was auch immer, der kann das gerne sich mal angucken. Habe ich ja nichts von. Einfach nur zur Information, das ist diese Woche einfach mal drin. Die haben ja jede Woche, jeden Mittwoch kommen ja neue Angebotssachen raus und diese Woche ist einfach mal der süße Blush, das süße Lippenprodukt irgendwo drin. Das gibt es auch noch in einer anderen Farbe, in pinkiger. Ich habe mich jetzt aber einfach für den Peach-Ton entschieden. Und jetzt schauen wir uns den Blush an. Das ist dann nicht entspannend. Ich habe seit 3 Wochen mal alle Kids aus dem Haus. Oh, cool. Das tut so gut, oder? Wenn man alle Kinder aus dem Haus hat und dann nicht irgendwie auf irgendetwas achten muss, das ist immer total. Also für mich ist das dann echt entspannt und man freut sich immer auf diese Tage. So, ich nehme jetzt einfach mal so einen dicken Pinsel. Ich habe ja zuerst gedacht, der heißt nämlich, der neue Blush heißt Peachy Cheeks und der alte Blush heißt Cheeky Orange. Dass die sich irgendwie sehr, sehr ähneln, ist aber gar nicht so. Also der wirkt, wenn man die sich jetzt nebeneinander hält, viel pinkiger als dieser hier. Swatchen wir die doch einfach mal. Das ist der. Oh, der hat aber einen schönen Peach-Ton. Das ist der. So ein bisschen gedeckter Peach, so ein bisschen Burnt Orange mäßig. Und das ist der alte Blush. Der ist wirklich sehr, sehr rosaner gegen den. Wieso der jetzt auch Cheeky Orange heißt, weiß ich nicht. Habe ich nie verstanden. Wir nehmen jetzt einfach mal den. Ich weiß nicht, ob der jetzt gerade, ich glaube, der andere hätte eigentlich jetzt besser zu dem Look gepasst, ist aber egal. Wir nehmen jetzt einfach mal den und den nehme ich mit so einem etwas fluffigeren Pinsel auf und tupfe mir erst von hinten nach vorne. Weil ist immer die beste Variante, wenn man erst den Blush irgendwo hinten aufgetupft hat und dann merkt, das ist zu viel, dann hat man den wenigstens nicht ganz so prominent im Gesicht, anstatt wenn man sich den direkt auf die Äpfelchen tupft, dann hat man durch die AK gezogen irgendwo. Ja. Hat auf jeden Fall so einen leichten goldenen Schien drin. Sieht man jetzt so rein gar nicht. Also der leuchtet so ein bisschen, aber jetzt nicht so, dass man meint, der hätte irgendwie was Goldenes drin. Gefällt mir auf jeden Fall ganz gut. Gucke ich mir gleich auch nochmal im Spiegel ganz, ganz nah an, denn da kann das ja immer nochmal wieder anders aussehen. Auf der Nase leuchtet er richtig. Aber ich glaube, man kann sich hier schon fast den Highlighter knicken. Denn umso mehr man aufträgt, umso mehr fängt er an zu glänzen und an zu leuchten. Aber jetzt nicht im Negativen, ne? Also ich mag, wenn so ein Blush nicht tot ist, sondern so ein bisschen Strahlkraft hat. Wenn aber jetzt zum Beispiel der Goldanteil zu hoch ist, dann sieht das halt bei mir immer falsch aus. Deswegen muss ich gleich echt mal gucken, wie doll der Goldanteil ist und ob der mir zu viel ist. Das ist immer so ein Ding, denn das kann wirklich mal schnell nach hinten losgehen, dass das einfach die Haut so ein bisschen krass betont. Also ich sehe jetzt hier, dass das hier so ein bisschen mehr die Haut betont. Und auch ein bisschen aufliegt. Der Schimmer liegt so ein bisschen auf den Unreinheiten auf. Ich glaube, da fand ich den alten Blush ein bisschen besser, muss ich mal sagen. Der ist mir jetzt ein Tacken zu gülden, zu gold, zu... Ich gehe jetzt nochmal mit einem anderen Pinsel, mit einfach meinem Dingspinsel, meinem Puderpinsel rüber.
und guck mal, ob das so ein bisschen da weggeht. Also da betont er gerade so ein bisschen sehr doll meine Hautstruktur. Und man sieht auch, das ist wieder so ein typischer Orange mit extrem goldenen Shift irgendwo drin. Muss ich mir jetzt nochmal ohne künstliches Licht angucken, ob das gut aussieht oder nicht. Aber an der Stelle weiß ich nicht, ob das da so doll aussieht. Ich mag gerne, wenn da so ein bisschen Lichtspiel mit drin ist, aber ich glaube, das ist ein Tacken zu viel Lichtspiel, muss ich mal sagen. Ich habe da meinen Highlighter, den kann ich noch benutzen. Ich nehme dafür den Pure Nude, den Original Essence Pure Nude Highlighter und trage mir den jetzt einfach mal so ein bisschen noch drüber auf. Und den kann man nämlich, wenn man will, auch mit einem ganz fluffy Pinsel irgendwo aufnehmen und sich dann an den Stellen irgendwo auftragen, wo das alles mal nicht funktioniert hat, beziehungsweise wo der Schimmer des anderen Blushes oder so nicht so gut war. Machen wir einfach mal ganz vorsichtig. Vielleicht mildert das diesen komischen Schimmer von dem Gold so ein bisschen ab. Gehe ich jetzt einfach nochmal mit dem Blush und mit allem anderen drüber. Also der Blush gefällt mir jetzt nicht hundertprozentig. Das ist jetzt nicht so... Ich mag die Farbe total gerne. Ich mag aber den Sheen, der in diesem Blush drin ist, dieses extreme Gold nicht unbedingt. Ich muss das wirklich gleich nochmal irgendwie mir angucken und gucken, wie das dann im echten, im wahren Leben irgendwie rüberkommt. Also, wenn das jetzt halt nicht überall die Lichter auf mich drauf fallen, ob das dann gut aussieht oder ob das wirklich meine Hautstruktur betont, so wie das jetzt in der Kamera macht, ist, beziehungsweise in meinem Spiegel so rüberkommt. Das sieht nämlich immer nochmal wieder anders aus, wenn man jetzt irgendwie nach draußen geht oder so und dann kann das schon mal irgendwie komisch aussehen. So. Macht man jetzt erst Setting Spray oder erst das Gesicht weiter? Ich glaube, man kann beides machen, oder? Ich kenne mich nämlich mit Setting Spray genauso auch wie mit Primer nicht so gut aus, denn Setting Spray und Primer sind solche Dinge, die ich meistens weglasse. Ich nehme jetzt erstmal den Lipgloss. Total niedlich. Ist eine süße, süße Herzform, gerade für Valentinstag. Vielleicht um seiner kleinen Tochter oder so mal irgendwie was Gutes zu tun, beziehungsweise mal sowas Süßes irgendwie zu schenken. Total niedlich. Das ist der Applikator. Süß. Der ist halt super, super gut. Oh, der riecht sehr, sehr künstlich. Also ein bisschen künstlich. Erdbeerig? Nein, nee, erdbeerig ist das, glaube ich, nicht. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall super, super künstlich. Hat so gut wie keine Farbe. Britzelt nicht, macht nichts, macht, tut nichts. Ist super leicht. Ich glaube, für die Handtasche, wer jetzt sagt, ich muss zwischendurch einfach ein bisschen Feuchtigkeit auf den Lippen auftragen, ist der gar nicht mal so übel. Fühlt sich cremig an, gleitet über die Lippen, macht aber keine komischen Fäden oder so. Ich trage jetzt noch extra mal eine zweite Schicht auf. Ob der dann irgendwelche Fäden macht, das ist übrigens... Also, ne, es kommt, obwohl der Applikator... Hilfe! So klein ist und ganz schnell mal hinfällt und auf der Palette komische Flecken dann macht, ist der aber nicht oder kommt nicht zu wenig Produkt raus. Ne? Also da kommt mehr Produkt raus als bei dem größeren Applikator von Essence. Jetzt trage ich einfach nochmal eine zweite Schicht auf. Und man kann halt mit der ganzen Seite über die Lippen gehen. Ich habe ja wirklich kleine Lippen. Aber es funktioniert. Es funktioniert besser, als ich erwartet habe. Und seht ihr? Auch beim zweiten Auftragen immer noch keine Springs oder keine komischen... Sitzt er sich irgendwie komisch ab? Nee. Mag ich. Hätte ich nicht erwartet, mag ich aber besser, als ich so gedacht habe. Ich habe nämlich gedacht, das wäre so ein Gimmick-Produkt, was jetzt wirklich nichts macht, außer schön aussehen. Ist aber gar nicht so. Also der sieht schön aus. Ja, natürlich. Sieht ja total niedlich aus. Aber er funktioniert auch. Ich muss gerade testen, ob der... Ja, der hat so einen leichten Fake-Geschmack. Das ist kein Fake-Erdbeer. Das ist Fake, dieses Süße. Schon in die Richtung von dem hier.
aber noch ein bisschen anders. Aber ne, also wer jetzt hier auf diese Fake-Düfte nicht steht, der so, also Geschmäcker nicht steht, der sollte sich den jetzt nicht holen. Aber sonst fühlt sich super, super leicht an, fühlt sich super, super schön an. Eigentlich nicht schlecht. So, ich gehe jetzt, um so ein bisschen von dem ganzen Pinky abzulenken, gehe ich jetzt einfach mal in den dunkelsten Ton. Der heißt Love Fixation. Und setze den jetzt am unteren Wimpernkranz hin. Ich wollte einfach jetzt mal schauen, wie dunkel der jetzt ist und wie tief man eigentlich mit so einem Look gehen kann. Und ich glaube, man kann da ganz schön tief mitgehen. Also der ist wirklich schön dunkel. Kühler auf der kühlen Variante, also sehr, sehr kühl gehalten irgendwo, aber jetzt nicht extrem, also nicht schlecht oder so, sondern man kann jetzt einfach, wenn man jetzt sagt, man möchte eher einen neutralen Look schminken, man kann, glaube ich, diesen Ton ganz, ganz gut dafür benutzen, gerade im Außenwinkel oder so. Oder aber auch als Smoky Eye funktioniert der, glaube ich, gar nicht mal schlecht. So. Ich putze meinen Pinsel ab und gehe jetzt einfach mal in den Dangerous Close oder Extremely Teasing. Ich glaube, ich gehe in diesen mittleren rein und blende nach außen hin, beziehungsweise nach vorne hin kommt der dann noch ein bisschen, um doch nochmal wieder einfach ja, die Farbe wiederzuholen, aber nicht zu extrem zu sein. Also ganz, ganz pinky wollte ich jetzt nicht gehen, sondern einfach so ein bisschen verblenden und Farbe wiederholen. Obwohl der auch schon ganz schön pinky rüberkommt, muss ich sagen. Verblende aber so ein bisschen einfach in den braunen Ton rein, damit der braune nicht zu hart unter dem Auge wirkt und blind so ein bisschen mehr nach unten. Gehe jetzt nochmal in den Deep wieder zurück und setze ihn auch nochmal darunter. Das war ja der lila Ton, den ich am hinteren Wimpernkranz habe. Der jetzt eigentlich ein bisschen Schimmer drin hat, aber der von dem Schimmer einfach nichts mehr überbleibt. Ja, gefällt mir. Gefällt mir. So, ich zoome euch noch einmal mit Karten ran. Ihr könnt das vielleicht noch mal besser sehen. So. Das ist bis jetzt. Also die Farben lassen sich auch am unteren Wimpernkranz ganz gut auftragen. Habe ich jetzt keine Probleme mit. Im Innenwinkel suche ich mir einen passenden Pinsel. Und dann versuchen wir es erstmal mit diesem ganz, ganz hellen Ton irgendwo im Innenwinkel. Das ist ja der hellste Ton in der Palette. Eigentlich eher ein Ausblendton. Aber ich versuche einfach mal und guck mal, wie viel Farbe denn von diesem Ton überkommt und ob man den auch als matten Innenwinkel irgendwo nutzen kann oder ob das einfach nicht funktioniert. Also wie viel Eigenfarbe dieser Ton jetzt irgendwo mit sich bringt. Seht ihr das? Das ist also sehr wenig Eigenfarbe irgendwo. Habe ich mir aber auch schon fast nicht anders erwartet. Gerade bei so hellen Tönchen irgendwie ist das echt schwierig, da mal einen guten zu finden, wo dann die Eigenfarbe besser ist als irgendwie bei anderen. Ja, man kriegt dann so eine leichte Aufhellung, aber ist schon echt wenig. So, dann gehe ich jetzt in den So Hot rein, in den Ton und setze mir den nochmal drüber. Vielleicht hat man dadurch so ein bisschen helleres Gelb noch. Das kann natürlich sein, man mischt ja so ein bisschen miteinander, dass dadurch da jetzt so ein helleres Gelb entsteht. Ist aber jetzt auch nicht so dolle, ne? Also das wirkt bei mir eher dann schon zu kränklich, zu krank. Dann gehe ich einfach mal in den hellen goldenen Ton rein und setze mir in den Winkel. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl, wenn ich sage, ich setze mir irgendwie einen schicken Innenwinkel, denn das ist mir eigentlich ein Tacken zu dunkel für einen Innenwinkel. Da hat man aber jetzt bei dieser Palette einfach nicht andere Möglichkeiten, außer man geht vielleicht noch in quietschig rosa, aber das ist jetzt auch nicht so meins unbedingt. Ich finde, da sollte, ja, das sage ich jetzt, ne? Also ich bin ja hier wirklich jemand, der gerne im Innenwinkel irgendwie einen helleren Ton trägt, damit das nochmal so ein bisschen die Augen zum Strahlen bringt, so, ne, zum Strahlen. Schade. Haben sie nicht reingebracht. Ist aber, man kann jeden Highlighter irgendwo nehmen, wenn man jetzt so einen krassen Highlighter irgendwo hat. So, ich habe jetzt die. Eigentlich müsste ich irgendwo noch einen finden. Ich müsste eigentlich irgendwo noch einen rötlicheren haben. Habe ich aber gerade nicht gefunden. Ich habe jetzt die Eyeliner. Welcher passt dazu? Eigentlich gar keiner. Also man hat hier erstmal so einen nudigen. Übrigens malt der besser als die von Catrice. Vom Malen her. Ich habe den Catrice
ich weiß nicht, doch, wenn ihr den Look mit der Campus-Tüte gesehen habt, beziehungsweise den Look, den ich in dem Video mit der Campus-Tüte getragen habe, den Catrice Eyeliner, den hatte ich ja vorher im Live aufgetragen, da hat er mir echt nicht gefallen. Ich habe den aber ein bisschen erwärmt. Man muss extremst aufpassen. Die sind nicht so wie die früheren, die man, weiß nicht, in eine Flamme halten konnte und dann Ewigkeiten gewartet hat, bis die sich dann mal aufgelöst haben. Da muss man die Flamme berühren und dann kann man den sich so ein bisschen erwärmen und dann läuft der. Der blieb übrigens bis abends genau so kleben. Nur mal so, also wenn ihr da irgendwo Probleme mit habt, dass die sich nicht auftragen lassen, haltet die Spitze vorsichtig, einmal so zack drüber in eine Flamme, dann wird das Zeug da drin warm und dann lassen sie sich auftragen wie ein Traum. Aber jetzt nur wirklich aufpassen und vorsichtig und, ne? Nicht zu lange, nicht zu doll, sonst hat man da nichts mehr von oder es brennt. So, habe ich früher immer gemacht, hat früher schon funktioniert als 14-Jährige, funktioniert jetzt auch immer noch. Man muss nur ein bisschen aufpassen, die Konsistenzen haben sich ein bisschen geändert. Ich würde mal sagen, wir nehmen den Lila, ne? Das ist eher ein Dunkellila. Der von, habe ich den auch noch? Ja. Der von Catrice aus der, ich weiß nicht, war es letzte Update, vorletztes Update oder so. Und das ist ein helles Lila. Ich zeige euch die beide mal. Da sieht man nämlich auch, da muss ich wirklich reiben und rubbeln, bis ich das denn irgendwie so auf meinem Handrücken habe. Und der helle ist Catrice, der dunkle ist Action. Ich mag eigentlich lieber einen helleren Eyeliner. Nein, Eyeliner, auf jeden Fall der auf der Wasserlinie. Habe ich aber jetzt einfach nicht von Action da. Und dann nehmen wir jetzt mal den. Die halten auch nicht ewig. Also auf der Wasserlinie halten die bei mir ein paar Stündchen, wenn überhaupt. Oder auch nur ein paar Minütchen, kommt immer darauf an, wie wässrig meine Augen sind. Aber jetzt so ewig halt hält das nicht irgendwo. Man kann sich das vielleicht nochmal irgendwo als Grundierung für einen Lidschattenlook irgendwo setzen, aber wasserlinientechnisch gibt es bessere. Ich bin ja gespannt, wenn meine Essenslieferung kommt. Da habe ich mir die drei neuen Kajal Eyeliner, wie auch immer man die bezeichnen möchte, mitbestellt. Die Multichrome Duochrome. Mehr Chrome, Kajalstifte. Und ich bin gespannt, wie die jetzt so funktionieren und ob ich die mit meinen anderen irgendwo vergleichen kann oder ob die besser funktionieren, schlechter funktionieren und welche Farben da einfach mal rauskommen. Bin ich echt schon mega gespannt. Das ist so mein Highlight-Produkt aus dem ganzen Update. Ich habe mir natürlich auch noch den Highlighter bestellt. Also da bin ich auch gespannt, wie der so ist. Und sonst schauen wir einfach mal. Also morgen wird es auf jeden Fall ein Live-Video mit den aktuellsten, mit den Sachen geben, die ich mir aus dem Update irgendwo bestellt habe. Ja. Also schaltet gerne wieder ein. So, das ist mal. Jetzt kommt meine Augenbrauenroutine dran. Augenbrauenroutine heißt für mich immer im Moment der Shiglen Augenbrauenstift. Der aussieht wie der von Catrice. Das ist der. Und der hat das. Übrigens, Shiglen hat, glaube ich, jetzt auch schon wieder einen neuen Augenbrauenstift gelauncht, der so ein bisschen aussieht wie der von. Was ist das? Der von Dominic Cosmetics? Ich glaube ja. Oder der von Nabla. Ich bin mir da jetzt echt nicht sicher. Die haben ja so eine besondere Form nochmal. Wenn ihr wollt, dass ich den teste, sagt es mir Bescheid. Der kostet nämlich auch echt nicht viel. Also Skiglam und Augenbrauenprodukte funktioniert bei mir eigentlich immer total gut. So, einmal anmachen wieder. Funktioniert eigentlich bei mir immer total gut. Wenn man die richtige Farbe findet, ist das genial. Und die sind halt auch wirklich günstig und die machen genau das, was sie machen sollen. Nämlich bei mir sind es Augenbrauen ausmalen, auffüllen. Und damit bin ich fertig. Ich habe genug Augenbrauen. Ich habe die vorgestern mal einfach wieder laminiert, flachgelegt. Und da musste ich im Prinzip auch nur die Lücken auffüllen und hatte dann eine passable Augenbraue. Deswegen, ich brauche jetzt keine Härchen irgendwo nachzeichnen. Denn meine Augenbrauen sind einfach so da. Ich muss nur Lücken auffüllen und da reicht mir eigentlich auch ein so ein bisschen, ne, nicht wachsiger Stift, aber ein Stift, der halt nicht meine Augenbrauen ausreißt, sondern wirklich irgendwo nur auffüllt. Ich hatte mal, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die von Essence oder die von Catrice, die Stifte, die zum Anspitzen, die fand ich ganz schrecklich, weil die haben mir alles ausgerissen an den Augenbrauen. Das geht gar nicht. Genauso auch wie so eine Laminierung mit so einem Laminierungszeug, also im Prinzip eine Dauerwelle für deine Augenbrauen, nur in andersrum, dass die glatt liegen, reißt auch schnell mal eine Augenbraue irgendwo raus. Dann hat man nämlich doofe Lücken und das mag ich eigentlich nicht so doll. Deswegen, ich habe lieber einen Stift, der dann genau das macht, nämlich Augenbrauen auffüllen und mehr nicht. Für den Rest brauche ich halt nicht. So,
Creoline Eyebrow Forming Gel nehmen wir dann mal zum Setten meiner Augenbrauen, beziehungsweise zum Inform bringen, so wie auch schon das Gel sagt. Ich ziehe die mir einfach ein bisschen nach oben, denn meine Augenbrauen wollen eigentlich immer nach unten fallen. Total nervig, denn am Ende des Tages hat man die dann halt auf den Wimpern liegen und nicht mehr da oben. Und besonders, wenn man, ich habe ja nicht wirklich viel Fläche zwischen Augenbrauen und, dieser Teil ist einfach nicht so groß bei mir. Und wenn die sich dann auch nach unten biegen, hat man halt gar nichts mehr. Und dann wirkt so ein Auge immer noch grumpier, immer noch ein bisschen unzufriedener, als es oder so schon ist. Durch meine Struktur. Super. Und da sieht man nämlich auch, dass Creolan Gel, das löst so ein bisschen das Produkt, was man vorher aufgetragen hat, auf. Und wenn man sich das dann an den Kopf schmiert, beziehungsweise an die Haut kommt, dann gibt es so schöne Flecken. Muss man trocknen lassen und dann kann man sich die ganz einfach wieder wegwischen. So einmal am Fuß kratzen. Und dann geht es weiter mit meinem She Glam Big Time Eyes Mascara. Da habe ich mir jetzt keine von Action irgendwie neu geholt. Ich habe so viele Mascaren, die ich vorher erst überhaupt irgendwie anfangen muss aufzubrauchen, beziehungsweise überhaupt irgendwie was damit zu machen. Deswegen, da lohnt sich kein bisschen, dass ich mir da irgendwo eine neue Mascara zulege. Ich meine, den Rest habe ich auch genug, aber Mascaren gehen halt immer noch mal einen Tacken schneller kaputt als irgendwie ein Blush oder so. Besonders halt Puderprodukte halten eigentlich ewig lange. So, einmal tuschen. Die ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Also She Glam und Mascaren kann ich irgendwo nicht so doll empfehlen. Und übrigens, das ist, wenn man die Augen schnell schließt, dann hat man nämlich die Mascara auch unten irgendwo haften. Bin heute anscheinend ein wenig ungeschickt. Oh, danke schön. Ja, es sind halt nicht immer die leichtesten Augen zu schminken. Dadurch, dass ich halt Schlupflider habe, dadurch, dass meine Augen gar nicht so groß sind, wie ich sie gerne hätte. Und viele machen ja auch extrem artistische Looks auf Instagram, auf hier zum Beispiel oder wo auch immer. Das kann ich nicht machen mit meinen Augen. Also die Lücken, die da sind, die versucht man dann halt zu füllen, aber wenn man dann nach oben guckt, hat man dann halt nicht viel über. Deswegen, solche mega krassen artistischen Looks kann ich einfach nicht machen. Ich kann ein bisschen mit Eyeliner arbeiten, aber das war's dann auch. So, ich gehe jetzt einmal vorsichtig, zumindest schon mal nach hier oben und ziehe mir das so ein bisschen weg. Da sieht man nämlich, das ist im Prinzip auch ein ganz normales Gel, wie viele andere Gele auch. Ob man das jetzt so in einer Flasche haben muss oder in einer Tube haben muss, weiß ich nicht. Und dann ist es nämlich auch schon weg. Und dann nehme ich immer den etwas härter gebundenen Pinsel, irgendeiner, der dann rumfliegt, und kann mir das dann unten so ein bisschen wieder wegmachen. Da, wo ich gepatzt habe. Und wenn ich hier oben am Wimpernkranz bzw. bei meinem Look gepatzt habe und da auch nochmal irgendwie Mascara hingesetzt habe, gehe ich einfach mit dem Lidschatten oder beziehungsweise mit dem Pinsel nochmal zu mir, sagen viele Rehäuglein. Ich hätte auch so liebend gerne braune Augen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Weil bei braunen Augen kann man im Prinzip alles schminken, was man sich so vorstellt und so möchte. Und man läuft nicht die Gefahr, dass die Augen dann irgendwie komisch oder krank aussehen. Oder aber auch, dass die Augen wie komische Löcher im Gesicht aussehen. Da habe ich nämlich immer das Problem mit, dass die einfach irgendwie so wie Löcher aussehen. Weil man halt sonst nichts, weil dann einfach sonst irgendwo nichts im Gesicht ist, außer so blaue Flecken. Ich glaube, das geht aber. Also der Look ist nicht schlecht geworden. Die Schimmertöne glänzen halt ganz schön. Ich gucke mir das gerade extra noch mal ein bisschen näher an, um noch mal so ein bisschen so eine kleine Review zu geben. Die Schimmertöne glänzen nicht schlecht. Ist jetzt aber auch wirklich kein besonderer Sparkle oder Glanz drin, sondern es sind wirklich normale Standard-Metallic-Töne. Die matten Töne sind aber mega gut geworden. Also da habe ich jetzt nichts zu meckern, dass die irgendwo geskippt sind, dass die irgendwo sich nicht haben verblenden lassen, dass da zu wenig Pigmentierung war oder wie jetzt in der letzten Zeit, dass Catrice oder Essence irgendwo einen Lidschatten rausgebracht hat, der sich gar nicht hat auftragen lassen. Selbst der lila Ton, auch wenn der jetzt nicht so lila geworden ist, sondern eher pink, wie der jetzt im Fännchen aussah, hat sich aber trotzdem auftragen lassen. Das ist so das, was ich von dieser Palette jetzt sagen kann. Also die
mal richtig reingelutscht. Die Farben, die ich jetzt benutzt habe, das ist das am unteren Wimpernkranz, das am unteren Wimpernkranz, das im Außenwinkel, ja, das ist im Außenwinkel. Das wirkt also komplett pink und nicht so lila, wie es jetzt ein Pfännchen wird. Aber auch die Schimmertöne oder das aber auch, und der gelbe auch. Also die funktionieren alle total gut, lassen sich ausblenden, lassen sich verblenden, halten auf dem Auge. Und kann ich also nichts Negatives zu sagen, außer mir fehlt irgendwo ein heller Ton. Mir fehlt irgendwo jetzt der helle Innenwinkelton. Das ist mir einen Tacken zu dunkel, aber ansonsten solide Palette, schöne Farben. Ich finde das immer schön, wenn man mit so einer Billigpalette irgendwo hinfährt, verreist, denn dann interessiert es oder ist es nicht so schlimm, wenn man die Palette irgendwo zerstört und die kaputt wieder zu Hause ankommt. Dann kann ich das verkraften, als wenn ich jetzt irgendwie mir eine Indie-Brand-Palette mitnehme, die jetzt 60, 70 Euro kostet und die dann beim Reisen kaputt geht. Also da nehme ich lieber sowas mit und bin damit dann total zufrieden und glücklich und lasse es dann halt. Oder beziehungsweise, ne, ist halt dann kein riesengroßer Verlust. So, ich benutze jetzt das Fixing Spray von Max & More. Das Long Lasting and Hydrating Fixing Spray. Shake Bottle before use. Spray on face from a distance of 15 to 20 cm. Let it dry. Warning, keep your eyes closed during application. If the product gets in your eyes, rinse your eyes thoroughly with water. If irritation occurs, stop product use. If irritation persists, seek medical attention. Ja. Wasser, Glycerin, da ist nicht viel drin. Das ist Wasser, Glycerin und irgendwelche komischen Sachen. Hyaluron und Parfüm ist auch. Parfüm ist ganz zum Schluss drin. Ich habe das gestern aber schon mal aufgeschraubt. Ja, es riecht ein bisschen parfümartig, aber jetzt nicht extrem. Zumindest in der Flasche. Ich schüttel das jetzt einfach mal. Und dann schauen wir mal, was das mit meinem Make-up macht. Ob das extrem Glanz bringt oder was auch immer. Ich hasse es ja, wenn so ein Setting-Spray irgendwo noch mehr Glanz bringt, als ich es oder so schon habe. Aber schauen wir einfach mal und versuchen das mal. Übrigens. Ja. Nee, also riecht so gut wie gar nicht, wenn ich ja da jetzt ne, so dran gehen muss. Es macht einen schönen Sprühnebel, aber es kommt viel raus. Also nicht so oft benutzen. Ich versuche mir das jetzt einfach mal so. Ich drehe mich mal zur Seite. Vielleicht seht ihr das dann besser. So. Dann seht ihr vielleicht den Sprühnebel, wenn ich den da hinhalte. Ich gucke jetzt gerade, wie es euch am besten funkt, weil wo es euch ihr am besten seht. Setze mich jetzt ganz nach unten. Und dann machen wir das mal. So. Ich glaube, das war schon viel zu viel. Also, es riecht ganz eben, aber eher so ein leicht, ganz, ganz leichter, süßlicher Duft. Aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, ich ersticke oder so, sondern nein. So, der Parfümhauch, der Parfüm, das ist so ein bisschen da, aber jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, es ist permanent, also so ganz eben. Es riecht halt nicht chemisch, sondern lieblich, freundlich. Sag's mal so. Ja, ich glaube, ich habe genug aufgetragen. Das glänzt nämlich wie blöd. Ich nehme jetzt einfach mal den. Man sieht auch vielleicht die einzelnen Wassertröpfchen. Da so ein bisschen da. Keine Ahnung. Schauen wir einfach mal, wie das dann gleich aussieht, wenn ich getrocknet bin. Ich kenne mich ja wirklich damit gar nicht aus, mit Setting Spray. Ich benutze so gut wie nie Setting Sprays, weil ich glänze halt schon genug. Und meistens machen die Setting Sprays nämlich das, dass sie weiter glänzen. Oder dass man noch mehr glänzt, als man so oder so schon geglänzt hat. So, ich gehe jetzt einmal hier vorsichtig mit meinem Schwämmchen rüber. Das habe ich nämlich auch schon von vielen gesehen, dass wenn da mal irgendwie so ein größerer Tropfen aufgekommen ist, man vorsichtig mit dem Schwämmchen übergehen soll. Ja. Da der rote Fleck ist jetzt von meinem Kratzen mit dem Spoolie. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Setting Spray irgendwie komisch reagiert. Ja, was soll ich sagen? Es verbindet sich mit der Haut. Es macht einen leichten Glanz. Es ist jetzt aber kein Glanz, den ich irgendwie eklig doof finde, sondern es glänzt halt ein bisschen mehr, als es sonst vorher getan hat. Ich glaube, das ist jetzt ganz getrocknet. Ich warte noch mal kurz ab. Also, komplettes Fazit noch einmal.
Weiß nicht, ob es was bringt, fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ist jetzt auch, wenn überhaupt, ganz, nee, das war gar nicht parfümiert. Also es riecht nach nichts. Wie viel Niacinamid-Anteil jetzt da drin ist, werden wir sehen. Vermutlich gar nicht mal so viel. Ne, also es steht meistens immer nur so zum Spaß darauf, habe ich immer das Gefühl, dass das sich besser verkauft. Euphoria-Palette, solide, gute Palette. Schimmertöne glänzen, machen das, was sie sollen. Matte Töne finde ich richtig, richtig gut. Das habe ich auch in den letzten zwei Paletten feststellen müssen. Matte Töne können. Blush. Der hat so einen goldenen extremen Schienen drauf. Ich muss mir den nochmal in der Sonne angucken, beziehungsweise ohne hier Lichter und so, welcher goldene Schienen jetzt darüber kommt. Wenn der mir zu golden ist, kommt der weg, dann geht das gar nicht für mich. Gold macht nämlich manchmal immer so einen ganz, ganz komischen Glanz drauf, der dann einfach irgendwie falsch aussieht. Sag es mal so. Labello, Lippenpflegestift, der Dazzling Lip Gloss, habe ich jetzt 10 Minuten drauf, Viertelstunde drauf, fühlt sich gut an, hat jetzt irgendwie keine komischen Strings, keine komischen Ziehfäden oder so getan. Der Applikator ist echt mini. Wenn man den trotzdem, den kann man aber trotzdem recht gut in der Hand halten, so. Meine Lippengröße benutzt er trotzdem richtig, richtig gut. Ich musste da wirklich nur einmal reingehen, um alles rauszukriegen. Da habe ich mehr Schwierigkeiten mit dem von Essence, dass ich da mehrmals reindippen muss, um meine ganzen Lippen damit zu befeuchten. Da habe ich ja gar keine Probleme mit. Könnte ich mir sogar nochmal überlegen, mir den auch nochmal in den Pink zu holen. Finde ich gar nicht mal schlecht. Lippen fühlen sich gut gepflegt an. In Orange, also in diesem Peachy Nude, hat er jetzt fast gar keine Farbe irgendwo. Finde ich aber auch immer nicht schlimm. Ich habe ja gerne so einen leichten Glanzgloss auf den Lippen. Ansonsten, also der hat jetzt keinen extra Schimmer, extra Sparkle oder so drin, sondern ist eigentlich ein guter Lippenpflegestift. Die hatte ich ja schon öfter. Die halten jetzt nicht unbedingt extrem lange auf dem Auge, funktionieren aber, sind auf jeden Fall, ja, eine solide. Setting Spray glänzt. Vielleicht habe ich auch zu viel aufgetragen, aber es ist halt ein Setting Spray. Kann man machen, muss man nicht. Für mich gerade kann man machen, muss man nicht. Vermutlich eher für die trockenen Häutchen geeignet. Bin halt nicht so der trockene Typ, ne? Also bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt extrem trockene Gesichtshaut hat, sondern eher bei mir ölig. Ansonsten, Foundation benutze ich ja so oder so schon die letzten anderthalb Monate. Finde ich klasse, finde ich gut. Für unter 2 Euro ist die Foundation echt top. Sie hält gut, sie macht gut, man hat halt nicht viel Auswahl wegen den Farben. Concealer würde ich mir immer wieder kaufen, der ist toll. Ich habe den in der Farbe 104 Light Scent, funktioniert im Sommer wie im Winter eigentlich ganz, ganz gut. Im Winter funktioniert er sogar noch einen Tacken besser. Also meine Hautfarbe funktioniert damit perfekt. Also meine Haut, der crease nicht, man kann ihn auch zum Ausblenden benutzen von irgendwelchen Lidschattenprodukten. Klasse. Ja, was hatte ich sonst noch Neues? Ich glaube sonst nichts. Nee, sonst hatte ich nichts. Also ich werde euch auf jeden Fall berichten, wie weit jetzt sich die Seiten unterschieden haben mit dem Primer, ob es da überhaupt irgendwie einen Unterschied gab, ob der Primer auf der Seite irgendwo besser gehalten hat oder ob der auf der Seite öliger, schneller öliger wurde als auf der anderen Seite. Werden wir einfach mal sehen. Das Setting Spray hat jetzt alles gut miteinander verbunden und hat einen ja, leichten bis mittleren Glanz irgendwo auf dem Gesicht gelassen. Ist jetzt Ich bin wirklich, wenn Setting Spray, dann muss das wirklich abmattierend sein. Aber es ist immerhin besser als das von L'Oreal. Das von L'Oreal geht gar nicht. Das neue, das 3-Sekunden Setting Spray, was aussieht wie Haarspray und funktioniert wie Haarspray. Also das klebt jetzt irgendwie nicht. Das ist eingezogen. Es macht jetzt nicht irgendwie ein pappigeres Gefühl auf der Haut, als es oder so schon ist. Oder beziehungsweise so schnollen. Es fühlt sich wie normale Haut an. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass das irgendwie komisch sich anfühlt oder so oder pappig oder klebt oder was auch immer. Also, solide, tolle Produkte, habe ich nichts anderes eigentlich von Action erwartet. Action ist eigentlich eine Marke, die lange bei mir irgendwie nicht eingezogen ist, weil man halt denkt, Action-Produkte sind billig und günstig und die können nichts, aber die können halt doch ein bisschen mehr, als man so von denen jetzt erwartet. Und ja, das ist der Look. Schreibt mir doch gerne in den Kommentaren, ob ihr sowas auch habt, ob ihr bei Action mal einkaufen wart, ob ihr Action-Produkte in eurer Sammlung hat oder wie die bei euch funktionieren. Das würde mich echt mal interessieren. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Ich mag den Look total. Also ich feiere den total. Und dass ich den mit der Palette hingekriegt habe, ist top für keine 4 Euro. Also, wir sehen uns morgen wieder. Morgen kommt das, was ich alles mir auf bei Essence beim Update gekauft habe. Also
Highlighter, Kajalstifte, Foundation und solche Schoten halt. Ne? Also ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und tschüss, ne? Tschüss.